Alle fair in den Boxen, alle wieder draußen mit etwas Verspätung. Alster, aber auf 3000 Meter nicht so tragisch. Start zum silberblauen Band von Zürich. Großer Preis der Stiftungsratmitglieder GP Stadt Zürich. Lord of the Alps hat die Spitze. An zweiter Position ist Secret. An dritter Stelle lauert North Sea Star, der Gast aus Deutschland, gefolgt von Innen Way Way, außen Vernasca. Dann ist es Flying Officer in Blau und Orange. Neben Flying Officer galoppiert Ruby Beauty und am Schluss des Feldes ist es Gold Street hinter Alster. In sehr gutem Tempo Lord of the Alps und Secret, die haben 4-5 Längen bereits Vorsprung auf North Sea Star. An vierter Position ist es Vernasca, gefolgt von Way Way. Dann eine kleine Lücke bis zu Flying Officer und Ruby Beauty, die wieder aufschließen. Dann Alster und am Schluss lauert Gold Street. Dennis Schirgen und Lord of the Alps machen hier das Tempo. Olivier Plasse und Secret sind die einzigen, die folgen. Luca Magnezzi an dritter Stelle mit North Sea Star ist auf der Verfolgung. Eine kleine Lücke bis zu Sibylle Vogt mit Vernasca, die das Feld dann anführt. Das Feld, oder die ersten beiden Mal, die auf die erste oder die zweite, je nachdem wie wir es nehmen, von drei Tribünenpassagen kommen. Noch bis ins Ziel und dann noch eine Runde. Lord of the Alps lässt es vorne krachen mit Dennis Schirgen. Secret an zweiter Position. North Sea Star hat die Lücke jetzt geschlossen. Luca Magnezzi hat die Gefahr erkannt, dass die vorne dann vielleicht heim nach Hause kommen auf dem schnellen Geläuf. Sibylle Vogt versucht ebenfalls den Anschluss herzustellen mit Vernasca an vierter Position. Dann Way Way, dann Flying Officer, alle praktisch in einer Kolonne. Ruby Beauty an drittletzter Position, zweitletzte jetzt, denn Alster geht vorbei. Am Schluss ist es Gold Street. Der könnte das schnelle Tempo in die Karten spielen. Die Stute, die scheint hier immer noch einiges in der Hand zu haben. An zweitletzter Position hingegen hat Ruby Beauty hier arg Mühe, überhaupt dran zu bleiben. Das Tempo ist schnell, vielleicht zu schnell. Wir werden schauen, was passiert. Flying Officer gefällt mir ebenfalls sehr gut. An vierter Position vorne ist unverändert Lord of the Alps. Das Tempo ist aber jetzt langsamer geworden. Und schauen Sie auf Gold Street an zweitletzter Position des Feldes. Ruby Beauty ist restlos geschlagen. Vorne ist Lord of the Alps for Secret. Dann folgt North Sea Star. Dann außen Flying Officer. Way Way versucht dran zu bleiben. Vernasca kommt unter Druck. Vorne versucht Lord of the Alps nochmal anzuziehen und wegzuziehen. Lord of the Alps auf 2-3 Längen voraus. Jetzt kommt Secret nicht recht weiter. Flying Officer kommt und auch North Sea Star wird jetzt auf freie Bahn gebracht. Vorne ist aber Lord of the Alps und den müssen sie hier zuerst mal noch einholen. Flying Officer wird immer schneller. Flying Officer ist das schnellste Pferd hier im Feld. Flying Officer oder Lord of the Alps. Dann ist Vernasca zur Stelle. Vernasca kommt außen und Alster ist da. Der Gast ist geschlagen. Vorne ist Flying Officer. Innen kommt Alster und Alster gewinnt hier. Alster! Alster gewinnt! Vor Vernasca oder Moderator, dann folgt Moderator.